mein Traumberuf war Lehrer. Und das hat mein Vater nicht unterstützt, deswegen habe ich mich für die Erwachsenenbildung entschieden. Die BayWa betreuen wir seit den 90er Jahren für den Bereich Weiterbildung im Schwerpunkt Personal. Ja, also in den ersten Wochen war es tatsächlich gefühlt eine große Ohnmacht. Ja, ich saß unten im Büro und habe alles von offline auf online umkonzipiert. Also ich würde lügen, wenn ich immer gut geschlafen hätte. Da geht einem alles durch den Kopf. Also ich war schon gedanklich so weit, dass ich überlegt habe, was habe ich denn im Studium so gemacht? Da war ich im Supermarkt als Kassiererin. Okay, das traue ich mir zu, das könnte ich noch. Ja, und das ist, für mich ist das mein drittes Kind, diese Metabasis und diese Themen. Das wäre für mich unwahrscheinlich schwer, das loszulassen. Also das Talenteprogramm ist ja ein schönes Entwicklungsprogramm der BayWa. Auch schon seit vielen Jahren wird es angeboten für Azubis nach ihrer Ausbildung, wenn sie besondere gute Abschlüsse und auch eine Empfehlung aus der Praxis haben. Mir persönlich hat es wahnsinnig viel gebracht. Meine Angst am Anfang war tatsächlich, dass man einfach sagt, ach ja, jetzt ist Corona, das Programm ist beendet und man kappt es einfach, weil man ja jetzt andere Probleme hat. Also die Talenteprogramme sind Präsenztermine. Dann ging natürlich die Kommunikation los. Okay, verschieben, wie sieht die Entwicklung aus? Nee, wollen wir nicht über digital nachdenken? Also ich kann mich erinnern, mein erstes digitales Training und ich hatte ordentlich Herzklopfen. Finde ich ganz toll und auch toll, dass wir natürlich Unterstützung bekommen von der BayWa, ob jetzt technisch oder auch vom Verständnis. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Die Trainer haben das auch so schön gestaltet, dass man einfach mal Auflockerung hatte. Es war dann ja besser als erwartet. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Und da ist schon auch eine Freundschaft entstanden mit den Kollegen. Und ich könnte es mir jetzt gar nicht mal anders vorstellen. Man muss auch ja, die Situation lernen anzunehmen. Man muss auch durchstarten. Ich habe alles getan, was ein guter Unternehmer zu tun hat. Und jetzt kommt eine Situation, die habe ich nicht verantwortet. Und trotzdem dann auch in diesem Zusammenspiel mit unter anderem der BayWa durchzustarten, sich gegenseitig zu unterstützen, das war einfach schön, weil dann kommen wir jetzt auch in den Bereich, wo wir sagen, wir können beeinflussen, mit einem guten Miteinander etwas erreichen. Und das wäre einfach toll, wenn das viele Unternehmen tun würden, Partner tun würden, und dann wird man gemeinsam sicherlich eine solche Zeit auch überstehen.